R-E-W-I-N-S-I-D-E. Liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Viele von euch haben zwar gesagt, Revi, mach keine Livestream-Zusammenfassung mehr, aber Leute, was gestern Abend im Livestream passiert ist, ist nicht nur einer Zusammenfassung würdig. Normalerweise müsste ich ein komplettes Best-of, ein komplettes Special aus diesem Stream machen, Leute. Denn gestern Abend ist es wirklich, und ich sage wirklich, mal wieder vollkommen eskaliert. Ich muss mal ganz kurz schauen, Leute, ob sich jemand wieder erdreistet hat, bei mir im Haus wieder irgendeine Veränderung vorzunehmen. Denn gestern Abend, meine Freunde, stand ein riesiger Cobblestone-Turm auf meinem Haus. Gestern Abend sind Bäume auf meinem Haus gewachsen. Gestern Abend sind TNT-Ladungen platziert und gesprengt worden, meine Freunde. Gestern Abend ist es so, wie man sagen würde, einfach nur eskaliert. Ich würde sagen, wir beginnen ganz am Anfang, meine Freunde. Ich habe mich da mit Kevin mal zusammengesetzt und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Kevin ein kleines Kleptomanie-Problem hat. Kevin ist immer hingegangen, hat Sachen geklaut und Kevin hat mir aber im gleichen Atemzug auch seine Hilfe angeboten. Ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was passiert ist, als ich Kevin damit konfrontiert habe. Ich habe keinen Diamanten. Kevin, du hast, pass auf, entwendet. Kevin, du hast eben schon bei mir im Stream diesen Block hier geklaut. Den hier, der hier war. Du erinnerst dich vielleicht. Kevin, gib mir die Sachen einfach wieder, bitte. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hab nichts mehr an Dias. Ich bin aber arm. Hast du auch meinen Kühlschrank geklaut? Nein, den habe ich wirklich nicht geklaut. Ich habe wirklich nur diesen einen genommen. Eigentlich bin ich gekommen, um mein Dienst ja hier so in Antritt zu nehmen. Und ich habe hier... zahle dich erstmal für 2 Stunden. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier. Oh, sogar Trinkgeld. Gut. Ja. Okay, gut. Für das Trinkgeld, ja. Ja gut, hier, warte, ich habe was für das Trinkgeld auch noch. Was? Hier, da habe ich mich schon drum gekümmert. Oh! Falls du noch mehr benötigst. Now we're talking! Jetzt reden wir, Alter! Kevin hat es mehr oder weniger zugegeben, Leute. Es ist auch gar nicht so schlimm. Er hat dann von mir ein paar Dias bekommen. Kevin stand dann fortan auf meiner Seite. Und wir waren dann quasi ein eingeschworenes Dreamteam. Kevin ist jetzt Teil meiner Bodyguard-Crew, ebenso wie Early Boys ist. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi eine eigene Einheit geformt, meine Freunde. Denn ich kann nicht mehr anders. Ich kann nicht mehr anders, und ich muss mein Bonzenhaus irgendwie vor diesem ganzen Wahnsinn dieser Stadt beschützen. Deshalb habe ich jetzt Kevin und Early Boy eingestellt, für mich quasi zu sorgen. Diese beiden werden fortan für meine Sicherheit und für die Sicherheit meines Hauses sorgen. Ja, Leute, und dann ist es passiert. Ich habe diesen hässlichen Cobblestone-Turm entdeckt auf dem Dach. Und ich würde sagen, gönnt euch jetzt mal den ganzen Kram, der mit Petrit geschehen ist. Bitteschön. Wo ist Petrit? Petrit, Mann! Petrit, also, eine Sache sage ich dir jetzt. Warte kurz, ganz kurz. Ruhe. Nein, hier. Ich warte jetzt nicht, Petrit, sonst werde ich ausrasten. Doch, du wartest jetzt. Hör mir jetzt zu, hör mir jetzt zu! Oh, Petrit, yo, chill, halt's chill. Maul, hör mir jetzt zu. Ja. 10 Minuten. Mehr sage ich nicht. 10 Minuten. Na, hör mir so, ich habe extra gerade noch Stufen platziert, okay, Digga. Okay, gut. Was? Okay. Was? Petrit, nicht ich mein Haus. 10 Minuten oder dein Haus. Ich meine es ernst, Petrit. Ich verstehe das. 10 Minuten, nicht. Ich kriege meine Diamantblöcke von meinem Kühlschrank wieder, die du gestohlen hast. Welchen Kühlschrank? Petrit, da steht ein Schild drauf, das ist ein Kühlschrank. 2 Diamantblöcke, die du entwendet hast. Und du machst diesen scheiß Turm weg. Also, oder ich werde 1,5 Stacks TNT auf deinem Haus jagen, Petrit. Hör zu. Nein, ich höre dir nicht zu. Du hörst mir zu, Petrit. Ich weiß absolut nicht, was es rechtfertigt, diese Scheiße zu bauen. Und komm mir jetzt nicht mit dieser Hühnerkanone. Was macht Kevin eigentlich hier in Utopia? Kevin ist jetzt mein Bodyguard und Kevin unterstützt mich jetzt, weil ich Kevin dafür gezahlt habe. Aber ihr dürft mich aber nicht töten. Oh, wer sagt das? Tut mir leid, ich muss alles ausführen, was meine Auftraggeber mir... Okay, wir können das erstmal ohne Gewalt regeln, dann auch mit Gewalt. Aha, was ist hier passiert bei dir, du Affe, Alter? Wie sieht das hier aus? Ja, das warst du locker! Warum soll ich das gewesen sein? Ich war den ganzen Tag nicht hier! Kevin, habe ich hier irgendwas gebaut? Nee, also im Stream habe ich nichts mitbekommen. Junge, warum denn nicht, wenn du hilfst? Hey, sei mal ruhig hier, so. Geh jetzt darüber, mach diesen scheiß Turm weg. Ich mach keinen Deal mit dir. Du machst den scheiß weg, Mann! Hör mir zu, Digga! Spreng doch einfach deinen Turm weg! Ich spreng den Turm nicht weg, Petrit. Ich spreng dein Haus weg. Wenn du mein Haus sprengst, dann ist es vorbei, ne? Dann ist Craftic, dann ist vorbei. Schau auf. Petrit, pass auf. Das ist nicht dein Problem, sondern... Für mich ist das schwer, so ein Haus zu bauen. Ich bin nicht so gut darin. Ja, das ist mir egal, du hast diesen hässlichen Turm gebaut, du musst jetzt mit den Konsequenzen leben, Petrit. Du hast erstmal, du quälst mich die ganze Zeit, Hühnerkanone hier, dies, das, Alter, was ist dies, das? Dies, das, was hab ich sonst gemacht? Digga, es geht nur ums Prinzip, wir haben Blutbruderschaft gemacht und du hast trotzdem Hühnerkanone gemacht. Die Hühnerkanone, Petrit, das waren... Hör mir zu, es geht, das es geht steht nicht, in keinem Verhältnis, Petrit. Doch, es geht nicht um Verhältnis, es geht ums Prinzip. Petrit, pass auf. Okay, muss ich dafür sorgen, dass wir beide dich stillstellen? Möchtest nein, du, nein, nein. Möchtest, nein. Möchtest du schweigen? Erstmal, Kevin, geh weg, du hast damit nichts zu tun. Doch, Kevin wird gerade bezahlt dafür. Digga, ich kann auch den Rest der Stadt bezahlen, um auf dich hetzen. Dann heust du auch rum. Oh, glaub mir, der Rest der Stadt ist gerade nicht da, Petrit. Was gerade zählt, ist, dass dieses Ding auf meinem Grundstück steht und du gerade alleine gegen uns beide bist. Du bist jetzt mal auf meinem Grundstück. Geh mal weg erstmal. Zugriff! Klatschen! Kevin, Zugriff! Alman, ihr seid so deutsche, ich hasse eure Bürokratie. Okay, Petrit, wurde sich ausgelockt. Was für Bürokratie, Junge, Samsung. Digga, auf, Mann! So. Junge, ich kann nicht so rumschreien, jetzt mach mal friedlich, Digga. Du bist es selber schuld. Kevin, Digga, ich meine das ernst, Digga. Du weißt, was ich die letzte Woche geschrieben habe. Petrit, wo ist der? Kevin, damit nicht so ich laufe mit hinterher. Mach mal Stream nicht kaputt, Kevin. Halt ihn fest. Mach mal Stream kaputt. Stehen bleiben, Zugriff. Ich geb dir gleich Zugriff, Alter. Red mir mit Deutsch, Alter. Jetzt chill doch mal. Ich schnipp's einmal mit dem Finger. Ich schnipp's einmal mit dem Finger. Ich geb mit dir Spitze. Ich bau ab. Guck, ich bau ab. Ich gehorche. Letzte Chance.
Ich gehorche. Allerletzte Chance, mein Freund. Gehorche. Nummer 1. Nummer 1, Petret. Nummer 1. Tilt, bitte. Damit du lernst. Damit du lernst, Petret. Damit du lernst, okay? Hör auf, Digga. Ich hab keinen Bock, hier die Nachbarn alle zu vergraulen, Alter. Das ist Moos Zimmer. Damit du lernst. Und das. Junge, rewe meine Kisten. Jetzt hör doch auf. Es ist nichts kaputt gegangen. Nur eine Kiste. Es ist nichts aus den Kisten kaputt gegangen. Petret, hör doch auf, Digga. Damit du lernst. Junge, chill doch mal. Möchtest du Ärger mit mir, Petret? Du bist es selber schuld, Mann. Du bist es selber schuld, Dicker. Ich glaube, ihr habt es gerade selber gesehen, Leute. Es war komplett eskalativ. Bis ich dann das TNT gezündet habe, dann ist alles komplett übergeschwappt. Es ist wirklich rumgebrüllt worden bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Und Petret hat es auch in diesem Sinne einfach nicht anders verdient gehabt, Leute. Er ist immer wieder weggelaufen und hat gesagt, ja, ich mach. Petret hat nichts von diesen ganzen Dingen, die er erzählt hat, gemacht. Er hat immer wieder nur betont, ja, Revi, gib mir Zeit, ich mache. Aber Petret hat von diesen Dingen nichts, aber auch gar nichts entfernt. Er hat weder den Cobblestone entfernt, noch hat er mir meinen Kühlschrank wiedergegeben. Und irgendwann war es mir dann so dumm, dass ich gesagt habe, okay, Digga, ganz ehrlich, jetzt gibt's einfach für dich richtig aus dem Maul und am Backen. Da habe ich den einfach mal richtig, richtig fertig gemacht, Leute. Passt mal auf, ich muss mal ganz gucken, wie macht man denn Armors denn? Man muss nämlich hingehen, bam, und legt ihr hier hin, so, und dann macht man den hier weg und dann hat man einen Armor-Stand. Sehr schön. Könnte man auf jeden Fall auch ein bisschen einfacher machen, liebes Minecraft-Team, aber gut, das Crafting-Rezept versuchen wir jetzt einfach mal dran zu erinnern. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal ganz kurz eins meiner Ausbeuten von gestern Abend hier hin, und zwar die Diamantrüstung, die ich dann von Mo geklaut habe, denn Mo ist mir gestern Abend auch extrem auf den Nerv gegangen, hat die ganze Zeit hier Schneemänner gespawnt und so weiter und so fort, Leute. Diese ganze Eskalation, die da gestern passiert ist, war in meinen Augen komplett unnötig, hätte sich wirklich vermeiden lassen können. Aber Leute, wie gesagt, diese ganzen Menschen, die ja drumherum um Utopia wohnen, die sind einfach alle so dermaßen anstrengend. Ich habe dann angefangen gestern Abend, meine Freunde, und versucht präventiv dagegen zu arbeiten. Da habe ich jetzt keinen Ausschnitt für euch, Leute. Wenn ihr die kompletten Psychologiegespräche sehen wollt, ist der Link zum Stream in der Videobeschreibung. Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier unten gebaut habe. Und zwar möchte ich hier unten eine kleine Psychologiepraxis aufmachen. Ich habe mit meinem Kellergeschoss angefangen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und hier geht es dann nochmal weiter runter, Leute. Und hier vorne soll eine kleine Praxis hinkommen, damit ich diesen ganzen wahnsinnigen Irren in der Stadt endlich mal helfen kann, Leute. Denn ich habe gestern mehrere Gespräche mit Mo sowie auch Gamers Time geführt, auch mit Petret, Leute. Wir haben uns gestern Abend hier oben hingesetzt und quasi gemeinsam über dieses Bild, was an der Wand hängt, philosophiert. Und ich habe immer wieder gefragt, was seht ihr auf diesem Bild? Und irgendwann sind wir dazu zum Schluss gekommen, dass alle in dieser Stadt, abgesehen von mir, geisteskrank sind. Dann gab es immer noch eine riesige Eskalation mit meiner Dusche, Leute. Und ich bin mir sicher, okay, diesmal ist ein Wassereimer drin. In meiner Dusche, die ich hier netterweise gebaut habe, war zwischendrin. Da war TNT drin, da war Lavaeimer drin, da war alles drin. Und ich war dreimal gestern Abend kurz davor, mein Haus zu zerstören, wenn ich nicht jedes Mal in die Dusche reingeguckt hätte. Also Leute, ich kann nur sagen, das mit Petret ist wirklich echt ein riesiges Problem. Und dementsprechend muss ich meinen Bodyguards, Early Boy und Kevin, da auch einfach eingestellt haben. Weil ohne die beiden, wie gesagt, hätte ich keine Chance gegen diesen Wahnsinnigen. Dann habe ich gestern Abend noch was gebaut, meine Freunde. Und zwar bin ich hingegangen und habe hier vorne Kevin eine kleine Zelle gebaut, weil Kevin halt in seiner Kleptomanie-Wut immer wieder Sachen gestohlen hat. Haben wir uns überlegt, okay, wäre es doch gar nicht verkehrt, wenn wir quasi Kevin erstmal wegsperren. Kevin ist dann irgendwann ausgebrochen durch den Nether und abgehauen, aber er steht weiterhin unter meinen Fetischen. Das heißt, Kevin und Early Boy sind immer noch meine Angestellten, wenn ich sie dann regelmäßig bezahle, was ich natürlich tun werde. Da hier vorne habe ich noch einen kleinen Whirlpool gebaut, meine Freunde, mit ein wenig Lava drunter, beziehungsweise mit Magma-Blöcken, die dafür sorgen, dass das Ganze eine angenehme Temperatur hat. Da geht hier nochmal ein kleiner und wunderschöner Wasserfall nach unten, Leute. Der endet dann hier unten in einer kleinen Treppe und hier sind über viele Monster. Oh mein Gott, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben. Help me, help. Oh mein Gott. Okay, ich gehe wieder nach oben, alles klar. Schön da gewesen zu sein. Mo hat es irgendwie geplant, einfach vor meiner Villa einen Hafen zu bauen. Das ging mir gestern auch extrem auf den Nerv, dass irgendwelche Leute einfach anfangen, irgendwelche Bäume und Cobblestone-Türme und so weiter und so fort auf meinem Haus zu bauen. Ich war dann gestern Abend wenigstens halbwegs reif, habe diesen Cobblestone-Turm da selber abgebaut und habe dann gesagt, okay, wir vergessen das, Petret. Werde ich diesen scheiß Turm selber abbauen und einfach so tun, als wäre das nicht passiert. Ich wollte diesen scheiß Turm jetzt einfach selber, aber ich habe keinen Bock mehr darauf. Mich kotzt einfach nur extrem an. Mich kotzt es richtig an, Leute. Mir geht es darum, dass ich hier in Ruhe meine Sachen machen kann, dass ich hier in Ruhe mal einfach mein scheiß Haus bauen kann. Das ist einfach nicht möglich. Und ich weiß ganz ehrlich, dass ich mit der Brücke auch scheiße gebaut habe. Aber ich würde gern einfach mal was fertigstellen bei Crafttech, weil das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Letztes Mal, dass so etwas passiert, Leute. Und ich möchte wirklich hoffen, dass das letzte Mal gewesen ist. Denn ich habe, wie gesagt, mit Kevin jetzt eine kleine Allianz geformt. Ebenso mit Early Boy, Leute. Und wir drei werden jetzt erstmal ein eingeschworenes Team bilden. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz daran erinnern, Leute, dass ich auf jeden Fall über die mögliche Firepower verfüge. Das heißt, wenn mir irgendwer hier auf den Sack geht, meine Freunde, dann zucke ich vor nichts mehr zurück. Ich weiß, im Gegenzug würde mein komplettes Haus in die Luft gesprengt werden. 2 Wochen Arbeit werden dahin. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach 100.000 Blöcke außerhalb das gleiche Haus nochmal bauen. Oder nochmal ein geileres Haus bauen, meine Freunde. Da darf man sich einfach nicht von unterkriegen lassen. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, dass mir dieses ganze Rumgetrolle und so weiter immer in meinem Haus wirklich auf den Nerv geht, weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr habe, irgendwas Produktives zu machen, meine Freunde. Und das finde ich schade, weil ich gerade wirklich echt Spaß daran habe. Klar ist es immer wieder zwischendrin lustig, aber ich finde es halt einfach nur schade, dass es immer mich trifft. Ich meine, was wäre denn daran so schlimm, wenn zum Beispiel Petron und Mo sich mal gegenseitig trollen? Aber nein, am besten tun sich alle zusammen und gehen mir auf den Nerv, Leute. Es ist die ganze Zeit schon so. Und irgendwann werde ich einfach noch wahnsinnig. Ich werde hier noch wahnsinnig in Craft Attack. Ich kann nicht mehr, Leute. Naja, ich würde sagen, meine Freunde, dass wir auf jeden Fall jetzt noch ein klein bisschen hier weiterbauen. Ich möchte ganz kurz erläutern, was ich hier noch hinbauen möchte. Ich möchte nämlich jetzt hier quasi den Aufzug in den Casino-Keller machen. Ich hatte nämlich jetzt hier schon vor, quasi die Batman-Cave in den nächsten Wochen anzufangen. Ich möchte ebenso, meine Freunde, das möchte ich auch nochmal ganz klar betont haben, unten am Strand meinen eigenen kleinen privaten Strand
Strand hin machen mit einer kleinen Yacht, die quasi im Meer liegt, wo man dann einfach feiern kann, wo man dann einfach eine gute Zeit haben kann. Ich dachte mir, ganz ehrlich, Leute, wenn ich schon so ein Bonzenhaus habe, dann ist eine Yacht auf jeden Fall angebracht. Ein Helikopterlandeplatz soll auch noch kommen, meine Freunde. Der kommt nach oben oder links irgendwie an die Seite von meinem Haus mit einem fetten Helikopter drauf. All das muss auf jeden Fall noch kommen, Leute. Aber das dauert natürlich ein wenig. Und wie gesagt, das Problem ist, dass ich halt nicht so schnell vorankomme, weil ich halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Wahnsinnigen herummachen muss, die wirklich mir sämtliche Zeit rauben, Leute. Also es geht wirklich echt teilweise gar nicht mehr. Ich habe keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise produktiv zu sein, weil die meisten, die in mein Haus kommen, einfach nur Scheiße bauen. Wie gesagt, hier werden Schneemänner in meinem Haus gespawnt. Hier wird einfach nur noch darauf geschissen, was ich fühle, meine Freunde. Und meine Gefühle werden immer hinten angestellt. Eine kleine Sache, die ich noch habe, ist Patricks Ausrufezeichen Mietebogen. Ich denke mal, dass Patrick alles dafür tun würde, ihn mir zurückzugeben. Deshalb schreibt ihr doch einfach mal gerne in die Kommentare, dass ich von Early Boy seinen Bogen erhalten habe. Und Patrick ist sicherlich daran interessiert, dass ich diesen Bogen irgendwann an ihn zurückgebe, Leute. Wir warten aber noch ein bisschen, spielen noch ein wenig mit ihm, weil ich möchte dieses kleine Druckmittel unbedingt behalten, Leute. Das ist das Einzige, was mir im Moment bleibt. Das ist das Einzige, was ich gerade tun kann. Ich habe ja noch ein paar Stärketränke von Basti bekommen. Ich habe gestern noch ein paar Tränke bei Basti eingekauft und so weiter und so fort. Also ich kann sagen, Leute, es hat sich gestern, wie gesagt, einiges entwickelt. Leider der Großteil zum Negativen, aber wir haben auch auf jeden Fall ein kleines bisschen Fortschritt gemacht. Wir haben diesen Whirlpool gebaut, wir haben den Keller angefangen und so weiter und so fort. Am liebsten hätte ich gestern den kompletten Keller durchgezogen, nur dass das halt leider zeitlich nicht hingekommen ist. War ja absehbar, Leute, wenn ich halt mit diesem ganzen Wahnsinnigen da irgendwie versuchen muss, zusammenzuarbeiten. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich hoffe, ihr seid nicht zu beleidigt darüber, dass ich gestern nicht viel gebaut habe, Leute. Aber glaubt mir, es war wirklich nicht anders möglich. Ich hatte gestern einfach keinen Nerv mehr. Ich musste mich ganz Zeit um diese Angelegenheiten kümmern, Leute. Von daher ist das, glaube ich, an einem gewissen Punkt nachvollziehbar. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 12.30 Uhr bei einer weiteren Folge von Craft Attack wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder alle einschaltet. Ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende streamen werde. Ich denke mal nicht. Ich versuche es eventuell am Montag wieder hinzubekommen, Leute. Kann es aber nicht versprechen. Wie gesagt, folgt mir da auf jeden Fall auf Twitter rein, Leute. Es kann immer wieder mal sein, dass ich spontan am Start bin. Und dann solltet ihr auf jeden Fall als Erster da Bescheid wissen. Dementsprechend einfach mal auf Twitter rein folgen, Mois. Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die rege Anteilnahme und für die wunderbare Zuschauerschaft hier an dieser Stelle. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.